Text 21. Anna und das Anderle. Eine Recherche von Ingrid Strobel. Eine Sendung von Kontext 21, produziert von Mary Kreuzer. Auf einer Reise in ihre Heimat Tirol begibt sich die Buchhändlerin Anna auf die Suche nach ihren Wurzeln und zugleich nach dem Antisemitismus, der den Boden, in dem diese Wurzeln steckten, vergiftet hat. In der Auseinandersetzung mit dem ihr fremd gewordenen Land stößt Anna auch auf die schwarzen Flecken ihrer eigenen Geschichte. Sie entdeckt, dass das, was sie an ihrer Heimat liebt und das, was sie an ihr hasst, sehr nahe beieinander liegen. Dass die guten Geister in den altbekannten Sagen der Kindheit immer nur den Einheimischen helfen und die Fremden vertreiben. Dass der vertraute Dialekt auch die Sprache der Mörder ist, die in der Pogromnacht in Innsbruck 3 Juden erschlugen. Hier in Tirol begegnet Anna der Ritualmordlegende über das Anderle von Rinn wieder, die sie als Kind tief beeindruckt hat, und lernt das Ausmaß des Tiroler Judenhasses kennen, der auch ihr in der Kindheit wie selbstverständlich beigebracht wurde. So gerät die Reise in die Heimat für Anna zu einer Konfrontation mit ihrem eigenen Antisemitismus, der sich als linker Antizionismus getarnt hatte, und zur Suche nach ihrer politischen Identität. Ingrid Strobel, geboren 1952, studierte Germanistik und Kunstgeschichte in Innsbruck und Wien und promovierte über Rhetorik im Dritten Reich. Sie lebt als freie Autorin in Köln. In 2 Büchern und einem Film beschäftigte sie sich mit dem Thema Frauen im Widerstand bzw. jüdischer Widerstand gegen die deutsche Besatzung. 1989 erschien ihr Buch »Sag nie, du gehst den letzten Weg«, Frauen im bewaffneten Widerstand gegen Faschismus und deutsche Besatzung. 2002 erschien von ihr »Ich hätte sie gerne noch vieles gefragt«, »Töchter und der Tod der Mutter« im Krüger Verlag. Ingrid Strobel war in Wien zuletzt als Referentin des Kontext 21 Symposiums »Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus«. Ihr Vortrag wird in Bälde in einer unserer Radiosendungen zu hören sein. In der Schwerpunktnummer zum Symposium, der Nummer 6-7/2003, veröffentlichte Ingrid Strobel einen Beitrag über österreichische jüdische Exilantinnen in der Resistance. Das Heft kann über unsere Homepage bestellt werden. Es liest Johanna Oberhuber. Die Musik zur Sendung stammt aus der CD von John Zorn, Bereshit. Aus dem linken Fenster sieht man, wenn der Zug in Kufstein einfährt, die Festung. Hier beginnt Tirol. Ab hier sind die Berge Tiroler Berge, auch wenn sie sich vorläufig kaum von den bayerischen unterscheiden. Das untere Inntal ist weit.
Hier halten die Berge Abstand zu den Städten und Dörfern, doch gegen Innsbruck hin rücken sie ständig näher. Diese Berge, Lea, die auf so vielen Ansichtskarten und Kitschkalendern prangen, deren wegen die Touristen kommen, diese Berge liebe ich immer noch. Und wenn einer sagt, sie wirkten auf ihn bedrohlich, bin ich, so dumm das auch ist, fast gekränkt. Jedes Mal, wenn ich in Kufstein über die Grenze fahre, tritt in meinem Kopf ein seltsamer Mechanismus in Kraft. Wenn der Zug an den Ruhmer Feldern vorbeifährt, rechts die Rauchmühle auftaucht und schließlich zur Linken das Schild Innsbruck Hauptbahnhof, dann breitet sich, ob ich will oder nicht, das Gefühl in mir aus, jetzt bist du daheim. Dabei bin ich vor diesem Daheim geflohen, vor vielen Jahren. Und ich wusste genau warum und ich weiß es noch heute. Und es wird sich auch künftig nichts daran ändern, dass ich hier nicht mehr leben könnte, nicht ums Verrecken. Ich bin aber immer wieder gekommen, für ein paar Tage, eine Woche vielleicht, der Eltern und der alten Freundinnen wegen. Jetzt aber, Lea, bin ich das erste Mal seit meiner Flucht nicht gekommen wie eine Touristin, die weiß, sie kann wieder gehen, wenn ihr alles zu eng wird. Jetzt bin ich gekommen, weil ich für alle Zeiten den Schlamm erkennen und abkratzen will, der an meinen Wurzeln hängt. Daniel konnte, als ich abfuhr, den Grund meiner Reise nicht recht verstehen. »Du weißt doch«, meinte er, »dass sie Antisemiten sind, und du hast doch damit seit Ewigkeiten nichts mehr zu tun.« Ich habe aber endlich begriffen, dass es zwar möglich ist, seine Wurzeln aus der Erde zu reißen, in der sie wuchsen, dass man sie aber nicht von sich selbst abreißen kann. Sie bleiben an einem hängen. Man kann entwurzelt, aber, so man je Wurzeln hatte, nicht wurzellos sein. Und so entgeht man, auch wenn man sich noch so sehr von den eigenen Wurzeln entfernt hat, nicht der Mühe und der Pein, sich mit diesen Wurzeln und dem, was an ihnen hängt, auseinanderzusetzen. Ich habe erstaunlich lange gebraucht, bis mir auffiel, dass die Tiroler, meine Landsleute, die ich häufig und aus ganz anderen Gründen verabscheut habe, auch große Antisemiten sind. Ich habe fast 2 Jahrzehnte lang die Luft geatmet, die erfüllt ist von ihrem Judenhass wie von feinem Staub. Du musst ihn nicht sehen, du musst ihn nicht spüren, und doch verklebt er dir die Seele, das Gehirn. Ich bin geflüchtet aus diesem Land, dem heiligen Land Tirol, geflüchtet wie aus einem Gefängnis. Doch unter allen Gründen, allen guten Gründen, die ich hatte für meine Flucht, war der Judenhass keiner. Ich, die ich doch alles wahrnahm, mich über alles empörte, jedes Unrecht verdammte, über jede Dummheit erschrak. Ich habe nichts wahrgenommen, nichts gesehen und nichts gehört von all dem Unrecht, all der Dummheit, die den Juden, den wenigen, das Leben vergällen in Innsbruck, im heiligen Land Tirol. Als ich begann, etwas zu ahnen, da habe ich mich, so schnell kannst du nicht schauen, gedrückt. Was konnte ich denn dafür? Was hatte ich denn zu tun mit einem Volk, vor dem ich geflüchtet, einem Land, aus dem ich davongelaufen bin? Es sind aber, und da hilft auch das Weglaufen nicht, das Land, in dem ich zu Hause war, und die Sprache, in der ich mich heimisch fühle, gezeichnet vom Judenhass. Ich kann mich davon nicht länger drücken. Zu dem, was ich liebe, und auch das habe ich erst zu begreifen begonnen, dass es so vieles gibt in Tirol, das ich liebe, zu den Bergen also, den Seen, den Sagen und der Sprache, gehören, ob ich es will oder nicht, das Anderle und seine Verehrer, der Gauleiter Hofer und die Innsbrucker SS, und dass man in keiner anderen Sprache so rhythmisch, so herzhaft, so natürlich dahersagen kann, Saujud dreckerter. Das ist gewachsen in Jahrhunderten. Das stichelt, das hetzt, das lauert, allzeit bereit aufs Pogrom. Aus diesem Boden habe ich meine Wurzeln gezogen, mit einem Ruck, und sie nicht länger beachtet. Es hat aber noch von der Erde an ihnen geklebt, von dem Schlamm. Seit Jahren kämpfe ich so gut ich kann mit meinen Mitteln an gegen Antisemitismus und habe doch jetzt erst begriffen, der Feind sitzt auch an den eigenen Wurzeln. Thank you.
Ich habe in den letzten Tagen endlich die Akten und Berichte gelesen, die ich über die Pogromnacht in Innsbruck zusammengetragen habe. Sie haben sich ausgezeichnet bewährt vor dem Führer, die aufrechten Tiroler. Sie haben in der Reichskristallnacht in Innsbruck in Relation zur Einwohnerzahl mehr Juden umgebracht als in irgendeiner anderen Stadt im Altreich und in der Ostmark. Sie haben sogar die Wiener übertroffen. Und das will einiges heißen. Am 9. November 1938 um 12 Uhr nachts hat der Gauleiter Hofer die Verantwortlichen zu sich befohlen von SS, SA, Sicherheitsdienst, Polizei und Gendarmerie. Im Reich hat er ihnen eröffnet, habe sich nach der Ermordung des Gesandtschaftsrates von Rath durch den Juden Grünspan die kochende Volksseele bereits gegen die Juden gewandt. Auch in Innsbruck koche das Volk. Und diesem sei bis 6 Uhr morgens volle Aktionsfreiheit zu gewähren. Der Vertreter des SD-Unterabschnittes Tirol, SS-Untersturmbannführer Fast, hat an seinen Chef in Wien einen Bericht geschickt über Ablauf und Ergebnis der spontanen Aktion. Ein erstaunliches Dokument, das von nicht nur dienstlichem, sondern auch ganz persönlichem Engagement des Verfassers zeugt. Er berichtet, dass im Verlauf der Aktion die Wohnungen aller noch nicht ausgewanderten Juden schwer beschädigt wurden und dass, falls Juden bei dieser Aktion keinen Schaden erlitten hätten, dies nur daran liegen könne, dass man sie übersehen habe. Auf meinem Gedenkspaziergang, oder wie soll ich das, was ich gerade tue, nennen, bin ich in der Gensbacher Straße gelandet. Am Haus Nummer 5 müsste eine Tafel hängen für die Toten, aber natürlich hängt da keine. Wo kämen wir denn dahin? In der Gensbacher Straße 5 wohnten die Graubarts und die Bauers. Um 3 Uhr morgens in der Pogromnacht drangen 7 SS- und SA-Männer in das Haus ein. Die einen stachen Wilhelm Bauer nieder, die anderen stürzten sich auf Richard Graubart. Dessen Frau und die kleine Tochter sperrten sie in das Nebenzimmer und dort hörte Frau Graubart den schrecklichen Schrei. Das letzte, was sie hörte von ihrem Mann. Als die Bande endlich das Haus verließ und Frau Bauer Frau Graubart aus ihrem Zimmer befreien konnte, fanden sie Richard Graubart tot in einer Blutlache liegen. Wilhelm Bauer starb auf dem Weg in das Krankenhaus. Frau Graubart hat bei der Polizei dann ausgesagt, was passiert ist, aber da hat sie bereits geahnt, dass niemand diese Morde aufklären wird.
Von der Gensbacher Straße bin ich weiter zur Arnichstraße gelaufen, zum Haus Nummer 13. Hier haben Richard und Grete Berger mit ihren zwei Söhnen gewohnt. Richard Berger war der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde und außerdem war er Präsident der zionistischen Ortsgruppe Innsbruck. Er hätte ohne weiteres für sich und seine Familie die Zertifikate für die Einreise nach Palästina bekommen. Er ist aber in Innsbruck geblieben, um die zu betreuen, die nicht emigrieren konnten, weil sie zu alt waren oder zu schwach oder weil sie weder das Geld dafür hatten noch die Beziehungen. Seine Mörder wurden angeführt von einem Dr. Lausegger, der erst 23 Jahre alt war. In diesem Fall gibt es Akten. Es wurde nämlich später gegen einen aus der Bande vor dem Landgericht Innsbruck Anklage erhoben. Sie haben ihn zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt, nach einem Jahr aber war er schon wieder frei. Er fiel, wie so viele, unter das Amnestiegesetz für NS-Verbrecher. Der Lausegger ist zwar verhaftet worden bei der Befreiung, konnte aber entkommen und ward bis heute nicht mehr gesehen. Es stürmten also Lausegger und seine SS-Kumpane in die Wohnung der Bergers und zerrten Richard Berger unter Schlägen und Tritten in ihr Auto. Sie fuhren hinunter zum Inn, nach Kranewitten. Richard Berger ahnte wohl, was ihm bevorstand, und versuchte sich zu wehren, hatte aber nicht die geringste Chance. Sie stießen ihn aus dem Auto, sie schlugen ihn zusammen, und als er schon auf dem Boden lag, da kniete sich das Drecksgesindel neben ihn hin und hämmerte mit Steinen auf seinen Kopf ein. Gauhauptstellenleiter Walter Hopfgartner, das ist der, der später vor Gericht stand deswegen, hat ausgesagt, es habe ihn bei der Zertrümmerung des Schädels des Berger ein derartiges Grausen gepackt, dass er sich von ihm abgewandt habe. Nicht vor sich selbst hat ihm gegraust oder vor seinen Kumpanen, sondern vor dem zertrümmerten Schädel des Berger. Man kann einen Menschen, den man töten will, mit einem gezielten Hieb umbringen. Man kann ihn erschießen oder ihm ein Messer so in den Leib rammen, dass er sofort daran stirbt. Meine Innsbrucker aber haben ihre jüdischen Opfer grausam zu Tode gequält, mit vielen Stichen und vielen Schlägen. Wie lange muss man mit Steinen auf einen Schädel schlagen, bis er zertrümmert ist? Wie lange braucht es, bis einen SS-Mann und Gauhauptstellenleiter das Grausen packt? Nach Kranewitten sind wir an warmen Abenden im Frühherbst zum Baden und zum Kartoffelbraten gefahren. Die Kartoffeln oder auch Maiskolben haben wir vorher auf den Feldern geklaut. Wer weiß, vielleicht haben wir unser Lagerfeuer genau an der Stelle gebaut, an der sie dem Vorstand der Innsbrucker Kultusgemeinde den Schädel zertrümmert haben. Wir konnten es nicht wissen, denn auch hier gibt es natürlich keine Tafel und auch sonst keinen Hinweis.
Von Innsbruck bin ich weitergefahren nach Wien. Nach Österreich, wie ich es etwas ironisch nenne, denn Tirol scheint mir von Österreich häufig weiter entfernt als Galizien. Hier in Wien habe ich mich erst einmal fallen lassen in die Vertrautheit der Gassen, der Häuser, der Beiseln, habe mich zwischen Café Brückel und Café Museum leicht und frei gefühlt, als sei ich beurlaubt vom Ernst des Lebens. Ich habe den Besuch in der Nationalbibliothek vor mir hergeschoben, wollte nichts mehr wissen von den Gründen meiner Reise in die Heimat, in die Vergangenheit. Ich bin doch jetzt, habe ich mir gesagt, als ich am Schottentor aus der U-Bahn stieg und zur Freiung bummelte, eine andere und nicht erst seit gestern. Was habe ich noch zu tun mit der, die ich einmal war, in Tirol und hier und sogar noch eine Weile in Deutschland? Ich habe doch genug gegrübelt und nachgedacht und gezweifelt und mich schließlich geschämt. Es muss doch einmal auch Schluss sein damit. Einen Moment lang habe ich wirklich vor mir selbst dahergeredet, wie die Leute, die nach Normalität verlangen, nach dem Schlussstrich und die auch noch meinen, es gebe darauf einen Anspruch. Es gibt aber keine Normalität, auch für mich nicht. Ich habe mich also zusammengenommen und bin in die NABI gegangen, die Nationalbibliothek. Ich habe mich mit zusammengebissenen Zähnen durch die Ritualmord-Sondernummer des Stürmer gekämpft und den Jahresband 1938. Seite für Seite habe ich gelesen, wie der freche Jude, der geile Jude im Reich und in der Ostmark arische Mädchen schändet und wie er dafür bestraft wird. Seite für Seite habe ich dann noch die Bilder betrachtet von älteren Herren, die lebhaft gestikulierend vor einem Kurhotel stehen. Dein Großvater Lier hätte einer von ihnen sein können, den Talmud-Juden, die aber nicht mehr lange die Luft in Karlsbad verpesten. Als ich den würgenden Brechreiz nicht mehr zurückhalten konnte, habe ich aufgegeben, bin aus dem Gebäude geflüchtet über den Heldenplatz in den Volksgarten hinein. Ich habe mich in die Meierei gesetzt und den Spatzen zugesehen, die das Brot auf den Tischen räuberten, und versucht, mir die Stürmerpornografie aus dem Kopf zu vertreiben und die Übelkeit aus dem Magen. Mein Vorhaben erschien mir auf einmal sinnlos und selbstquälerisch. Mit diesem Gebräu der schwarzen und braunen Antisemiten habe ich, Tirolerin hin oder her, nichts zu tun. Meine Schuld und mein Versagen liegen woanders. Man kann auch antisemitisch sein, ohne an Rasse und Reinheit und Volk und Blut zu glauben. Man kann sogar antisemitisch sein, wenn man gegen den Antisemitismus ist. Ich habe beschlossen, nicht mehr in die Bibliothek zurückzugehen. Ich bin gemächlich über den Ballhausplatz in die innere Stadt spaziert, Richtung Quai. Als ich an der Arche Noah vorbeikam, blieb ich stehen. Wie immer seit jenem Silvesterabend, als wir, Marion und ich, zusammen mit einem jungen amerikanischen Paar hier die einzigen Gäste waren. Damals habe ich etwas begriffen, Lea, nach dem Blutbad. Ein Massaker hat es gebraucht und die Leere eines sonst überfüllten Lokals, damit die Bretter vor meinem Kopf sich endlich zu lösen begannen.
Ich war wie häufig über die Feiertage nach Wien gekommen, um Silvester bei einem guten Essen zu feiern. In die Arche Noah wollten wir gehen. Wir freuten uns schon auf Borscht und Piroggen und Matzesknödel. Dann haben die Killer auf dem Wiener Flughafen Schwächert am Abflugschalter von El Al aus ihren Maschinenpistolen in die Menge aus Frauen, Männern und Kindern gefeuert. Die Menschen haben geschrien, sind gestürzt, zusammengebrochen, liegen geblieben auf dem blutverschmierten Boden der Halle. Starr vor Entsetzen habe ich vor dem Fernseher gesessen und gehofft, dass keine palästinensische Gruppe sich zu diesem Massaker bekannte. Am Silvestertag hatte es schon am frühen Mittag zu schneien begonnen. Am Abend, als wir uns auf den Weg machten in die Arche Noah, war die Stadt versunken im schimmernden Weiß. Als wir an der Roten Turmstraße einbogen in die Seitenstättengasse, waren wir plötzlich allein auf der Straße. Kein Mensch war zu sehen. Erst als wir in der Judengasse kurz vor der Arche Noah waren, bemerkten wir den Polizisten, der Wache stand, bis zu den Knöcheln im Schnee. Er hatte eine Maschinenpistole umgehängt und beide Hände in die Taschen seines Uniformmantels vergraben. Wir betraten schnell das Lokal, blieben dann aber an der Tür stehen. Vor uns erstreckte sich in trostloser Leere die Reihe der gedeckten Tische. Kein einziger Gast saß an ihnen. Nur im Hintergrund saßen zwei Männer in Windjacken an einem Katzentisch, auf dem nicht einmal Gläser standen. Wir haben uns beim Wirt, der nun auf uns zukam, entschuldigt für die Störung, da doch offenbar kein Betrieb war. Der Wirt aber schüttelte energisch den Kopf. »Nein, nein, bitte bleiben Sie doch. Es kommen auch bestimmt noch andere Gäste.« Durch die Gardine sah ich das Weiß des Schnees auf der Gasse und die schwarze Silhouette des Polizisten. »Wie will der denn die Leute schützen?« »So Mutterseelenallein«, dachte ich da, und empfand eine Angst, die mir fremd war und unbekannt. In diesen kurzen Minuten der Angst hat sich mir plötzlich El Al von der Fluggesellschaft der Zionisten in eine die Menschen befördert verwandelt und Israel vom zionistischen Aggressor in ein Land, in dem Menschen leben, nicht ideologische Pappkameraden. Ich ging weiter hinunter zur Roten Turmstraße und setzte mich in ein Kaffeehaus, in Gedanken immer noch in den leeren Lokal, in das dann noch ein Pärchen gekommen war, amerikanische Touristen, die sich von uns die Speisekarte hatten ins Englische übersetzen lassen, sich schließlich an unseren Tisch gesetzt und mit uns angestoßen hatten. L'chaim, auf das Leben. Ich habe in dem Kaffeehaus ein Glas Rotwein bestellt und dann noch eins. Ich hätte mich gerne betrunken, die nagenden Fragen weggeschwemmt, die sich, seit ich an der Arche Noah vorbeiging, nicht mehr abweisen ließen. Es sind immer wieder dieselben Fragen, Lea, auf die ich keine Antwort finde. Wie konnten wir hier gegen den Antisemitismus zu Felde ziehen und zugleich den Feldzug gegen Israel unterstützen? Wie konnten wir Antifaschisten sein, ohne an der Shoah zu verzweifeln? Wir haben Brecht gelesen und Segers und was wir in die Finger bekamen an Berichten über die Kämpfe, das Heldentum in Madrid und Lyon an der Front von Moskau. Wir haben die alten Frauen und Männer verehrt, die Spaniens Himmel uns von ihrem Leben erzählten und vom Tod der Genossinnen und Genossen in den Zuchthäusern und Lagern der Nazis. Wir haben aber unsere Herzen verschlossen vor der jüdischen Krankenschwester, die ihre Patienten zu schützen versuchte, als die Mordkommandos auf alles schossen, was da lag, auf den Betten und Pritschen, auf frisch Operierte und Fiebernde, auf den Säugling im Arm seiner Mutter. Wir haben nicht gefragt nach den Frauen und Männern, die in den Städten und Wäldern kämpften, als Juden noch 100-mal mehr gefährdet und ausgeliefert als alle anderen Partisanen. Wir haben schon gar nichts wissen wollen von denen, die, sei es aus Not, sei es aus Überzeugung, nach Palästina emigrierten, nach Eretz Israel. Dabei gab es in unserem Freundeskreis durchaus Leute, die Verwandte hatten in Haifa und Tel Aviv. Wir haben nur nie mit ihnen darüber gesprochen. Es waren unter unseren Freundinnen und unseren Genossen mehrere Jüdinnen und Juden. Doch wir haben das seltsamerweise fast vollständig ignoriert, waren nur interessiert, wenn es um Antifaschismus ging und Exil. Wie aber sie sich fühlten unter uns, ob sie uns wirklich trauten, das haben wir sie und auch uns nie gefragt.
Wir haben uns auch nie gefragt, was sie empfanden, wenn wir jüdische Witze erzählten, wenn wir Kafka und Kraus und Schönberg und Freud für uns reklamierten, als wären sie unser Erbe, wenn wir im Abgrund unserer Dummheit erklärten, die Juden seien ja leider wie Lämmer zur Schlachtbank gegangen. Ich habe mich später, als wir begannen, mit den Palästinensern solidarisch zu sein, gefragt, ob man ihnen denn trauen könne in dieser Sache. Ich wollte sie in unserer Volksgemeinschaft der Linken nur noch zulassen, wenn sie sich laut und deutlich gegen den Zionismus erklärten. Jetzt, Lea, ist es, wenn es nicht schon zu spät ist, an mir, laut und deutlich zu erklären, dass ich sie um Entschuldigung bitte für meine Dummheit, meine arische Präpotenz, meinen unbewussten, aber deshalb nicht weniger schrecklichen Antisemitismus. Eingeladen, Lea, dich zu besuchen in Israel und in deinem Haus zu wohnen. Und ich bin gekommen, neugierig, aufgeregt, wissend inzwischen, dass ich kaum etwas wusste von dem Land, das mir wenige Jahre vorher noch so gut wie Feindesland war und von dem ich gemeint hatte, alles zu wissen. Ich habe gesehen, was ich vorher erwartet habe zu sehen, und ich habe gesehen, was ich nun endlich sehen konnte, weil die meisten Bretter von meinem Kopf schon abgefallen waren. Ich habe die Kleinlaster gesehen, die frühmorgens auf der Autobahn die müden und noch vor sich hin dämmernden Palästinenser zu ihrem Arbeitsplatz karren, auf dem sie schuften für einen Lohn, den kein Israeli akzeptieren würde. Ich habe deine Enkeltochter gesehen, die ihren Grundwehrdienst leistet, eine dieser jungen Soldatinnen, wie ich sie kannte, von Fotos,
die das Bild bestärken vom Siedlerstaat, vom zionistischen Aggressor. Sie, deine Enkeltochter, hatte das Gewehr über die Schulter hängen und den Kopfhörer des Walkman im Ohr. Sie zählte die Tage, bis sie die Kaserne hinter sich lassen konnte und betete insgeheim, dass man sie nicht noch auf die Westbank versetzte. Ich sah die Bilder von Soldaten, die auf Jugendliche schossen in den Gebieten, von gesprengten arabischen Häusern, von Siedlern, die ihre palästinensischen Nachbarn provozierten im Osten Jerusalems. Ich sah diese Bilder in israelischen Zeitungen und im Fernsehen und ich hörte die wütenden Kommentare dazu von israelischen Gegnern der Besatzungspolitik. Ich sah deine Nachbarn Joel, Lea, dessen Tochter als junge Soldatin auf dem Heimweg von der Kaserne von Palästinensern ermordet wurde, dessen Frau darüber wahnsinnig wurde. Sie hatte als einzige ihrer Familie überlebt in Polen. Ich sah die Augen deines Nachbarns Joel. Ich konnte die Trauer in seinen Augen nicht ertragen. Und ich hörte ihn sagen, es sei ihm ein Greuel, dass die Rassisten den Tod seiner Tochter missbrauchten, um ihren Hass auf die Palästinenser zu legitimieren. Da habe ich mich in Grund und Boden geschämt. Ich habe nach dieser Reise, was ich schon wusste über die Shoah, noch einmal gelesen und noch mehr und Neues. Und es waren nun nicht mehr fremde Menschen, von deren Qualen und Kämpfen ich las. Es waren deine Lieben, Lea, und die deiner Freundinnen und Freunde. Ich habe die Berichte der Deutschen gelesen, die Tagesrapporte der Einsatzgruppen, das Gejammer der Kompaniechefs, dass ihre Männer durch das pausenlose Erschießen von Juden nervlich zu sehr belastet würden, dass man deswegen doch bitte in Berlin über ausgereiftere Techniken der Massenvernichtung nachdenken möge. Ich habe die Vorschläge gelesen, die SS-Obersturmbannführer Rauf einreichte zur Verbesserung der im Betrieb eingesetzten und der sich in Herstellung befindlichen Spezialwagen. Der Lastwagen also, in denen die Menschen durch eingeleitete Motorabgase ermordet wurden. Ich habe mir vergeblich natürlich vorzustellen versucht, wie man in so einem Lastwagen, wenn man plötzlich das Gas riecht, langsam beginnt zu begreifen. Für sich selbst, für die Eltern, die Kinder, den Liebsten. Es hat nach den Schilderungen der zuständigen Mörder das Ersticken an die 20 Minuten gedauert. Die Menschen haben sich aneinander gekrallt, haben zum Ausgang gedrängt, so dass, wie Rauf sich ausdrückt, das Ladegut beim Betrieb in dem Streben nach der hinteren Tür immer vorwiegend dort lag. Es haben die Menschen leer, ohne es auch nur zu ahnen, in ihrer Angst und in ihrem qualvollen Sterben noch Sabotage betrieben an der Mordmaschine. Mein Albtraum aber sind die Bilder von den nackten Frauen, die ins Gas getrieben werden in Treblinka, in Auschwitz, die zur Grube laufen, gebückt, die Hände vor dem Unterleib, die einen, die anderen vor dem Busen. Einige versuchen beides zu bedecken, was aber unmöglich ist. Daneben die grinsenden Fressen der Mörder. Wenn ich diese Fotos sehe, geschossen von denen, die dann mit Gewehren auf die Frauen geschossen haben. Ich möchte jedes Mal, so lächerlich und absurd dieser Wunsch auch ist hier und heute, die Frauen beschützen in ihrer nackten Erniedrigung und die grinsenden Fressen mit einem riesigen Felsbrocken zermalmen. Und dann stehen diese Frauen mit dem Rücken zum Fotografen, die Arme um den Körper geschlungen, und ein Schuss trifft sie und schleudert sie in die Grube auf die nackten, toten Körper der anderen. Die Mörder steigen nach getaner Arbeit in die Grube hinunter. Auf gut Glück, damit ihnen niemand entgeht, schießen sie auch noch ein wenig herum auf Köpfe, die ihnen zu lebendig erscheinen, in Gesichter, auf denen sie meinen, ein Zucken gesehen zu haben, in denen vielleicht sogar wirklich etwas gezuckt hat. Deine Tante Lea ist möglicherweise eine von diesen Frauen gewesen. Mit ihren Töchtern, die 1941 7 und 9 Jahre alt waren, vielleicht hat sie versucht, sie an sich zu drücken und gehofft, sie könne sie schützen vor den Kugeln mit dem eigenen Leib. Aber sie konnte dann nicht mehr verhindern, dass die Kinder, falls sie noch lebten, erstickt sind unter den vielen Körpern, die ständig auf sie fielen. Thank you.
Im Hintergrund deiner Augen, Lea, liegt eine Wüste aus Asche. Ich aber konnte die Augen zusammenkneifen, konnte entscheiden, was ich sehen wollte, was nicht, was vor allem mich eindringen ließ hinter die Netzhaut, unter die Haut, in die Seele. Ich habe sie lange Zeit nicht gesehen, die nackten Frauen, und das Mädchen, dessen kleines Gesicht zerschlagen wurde an einer Mauer in Krakau, gegen die der SS-Mann es schleuderte, dessen Köpfchen zerbrach, so dass das Gehirn zusammen mit dem Blut auf die Kleider der Mutter spritzte, die daneben stand, als der Deutsche mit der Hand beide Beinchen zusammenhaltend ihr Kind gegen die Mauer schlug, bis beinahe nichts mehr da war von dem gerade 2 Jahre alt gewordenen Köpfchen. Ich habe die Gespenster, die in den Nächten der Überlebenden und noch in denen ihrer Kinder spuken, aus meinem Leben verbannt und nichts gewusst. Deiner Cousine, einer 17-jährigen Schönheit, die, das war überlebenswichtig, blond war und überhaupt arisch aussah, hat die Familie alles noch vorhandene Geld und alle Kinder unter 6 Jahren übergeben, mit dem Auftrag, in einem als sicher betrachteten Versteck auf ein Wunder zu warten. Die Cousine, die ein kluges Mädchen war, hat die Kinder einzeln bei Bauern untergebracht. Nur sie selbst ist in dem Versteck geblieben, bis statt des Wunders die Deutschen kamen. Als du die wenigen, die zurückkamen aus Auschwitz, nach deiner Cousine fragtest, sagte die eine, die sie gekannt hatte, sie hat überlebt, sie kommt mit dem nächsten Rückholtransport. Sei gut zu ihr. Sie ist sehr krank, sie haben sie ins Bordell gesteckt. Du hast die Cousine, als sie ankam, nicht erkannt. Erst als man dir ihren Namen nannte, bist du auf sie zugegangen. Sie hat beide Arme abwehrend vor den mageren Leib gehalten, du solltest sie nicht berühren. Sie hat sich 3 Tage nach ihrer Ankunft in der alten Heimat, 1 Monat nach der Befreiung, umgebracht. Deine Cousine und die nackten Frauen und der zerschmetterte Kopf des Kindes haben die letzte Haut zerrissen, die mich geschützt hat vor den Gespenstern. Und doch ist das, was mich seither quält, nur ein Hauch des Grauens, der Hauch eines Hauches von dem Grauen, das die Überlebenden quält und ihre Kinder und womöglich noch ihre Enkel. Auch das unterscheidet uns von euch, und dass wir den Unverschämten, den Unverdienten, den unglaublichen Luxus haben der Wahl. Wir können selbst entscheiden, ob und wann und wie viel wir begreifen wollen, was wir wissen, worauf wir uns einlassen wollen. Ihr lebt noch immer im Schatten des Mordens, der Erniedrigung. Ihr fühlt noch immer den Schmerz, die Verzweiflung und manche von euch auch den quälenden Hass. Ihr, die ihr alles durchlitten habt, ihr werdet nicht erlöst, wenn ihr euch weigert, etwas darüber zu lesen, etwas davon zu erfahren. Es liegt ein tiefer Graben zwischen euch und uns, und die Tiefe des Grabens wird nicht allein durch das Foltern und Morden damals bestimmt, sondern auch durch die Einseitigkeit der Trauer, des Schmerzes, der Verzweiflung heute. Ich bin als Österreicherin aufgewachsen unter Akteuren und Profiteuren des Massenmordes und habe mich, als ich mich politisierte, empört über den Schah und über die Amis, die griechischen Obristen und spanischen Faschisten. Nie aber habe ich mich über lange Jahre in diesem Ausmaß empört über die Mörder und die Nutznießer des Mordens, die hier vor meiner Nase lebten, die nie belangt wurden oder wenn, dann gleich wieder amnestiert und die zu Stützen der Gesellschaft wurden in Österreich und in Deutschland. Ich bin nicht zu ihren Häusern gegangen und habe Mörder an die Wand gesprüht oder Arisierer. Ich wusste noch nicht einmal, wo sie wohnten. Und schon gar nicht habe ich ernsthaft etwas dagegen unternommen. Deshalb, obwohl meine Eltern keine Nazis waren, deshalb, obwohl ich danach geboren bin, deshalb, obwohl ich keinen persönlichen Anteil habe an dem, was geschehen ist, habe ich Teil an der Schuld. Ich habe Teil an der Schuld, weil ich gegen alle Verbrechen der Mächtigen auf dieser Welt revoltiert habe, mich aber nicht mit vergleichbarer Wut erhoben habe gegen die Mörder und ihre Klaköre im eigenen Land. Ich habe Teil an der Schuld, weil ich mich von jedem Leid, jedem Unrecht so sehr erschüttern ließ, dass ich sofort dagegen angehen wollte. Das Leid aber der nackten Frauen, die ihre Kinder an sich pressten auf dem Weg in das Gas oder in die Grube, von mir ferngehalten habe. Und weil mich das Wissen um die 6 Millionen, das mich durchaus bewegte, ich war nicht aus Holz,
nicht zum Handeln bewegt hat, nicht dazu, etwas zu unternehmen gegen die Mörder und die Profiteure des Mordens und dagegen, dass sie schon wieder unbeschadet sich betätigen durften, in Wirtschaft und Politik und Wissenschaft und Kultur und Justiz und Erziehung, dagegen, dass sie überhaupt lebten, zufrieden und in Freiheit. Deshalb, aus eigenem Verschulden also und Versäumnis, trifft mich als Nachgeborene noch Schuld an der Shoah. Sie hörten eine Lesung aus Ingrid Strobels Roman Anna und das Anderle, eine Recherche. Die Musik stammt aus der CD von John Zorn, Bereshit. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.